Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind heute hier in Magdeburg, du hast es gesagt, die heiße Phase des Wahlkampfes für uns Bündnis 90 Die Grünen in Sachsen-Anhalt einzuleiten. Wir haben jetzt noch 37 Tage bis zur Wahl, das heißt 5 Wochen, und dann wird entschieden. Und zwar wird entschieden darüber, wohin Deutschland in den nächsten Jahrzehnten steuert. Und es wird darüber entschieden, wohin die 4. größte Industrienation dieser Welt in den nächsten Jahrzehnten steuert. Denn bei dieser Bundestagswahl geht es nicht um banale Sachen, geht es nicht um einzelne Reformvorhaben, sondern es geht um grundsätzliche Richtungsentscheidungen. Wenn ich mir angucke, was ich euch auf dem letzten Parteitag zur Klimakrise erzählt habe, dann ist es seitdem leider nicht besser geworden. Das konnte man auch nicht unbedingt erwarten, weil die internationale Staatengemeinschaft, und zwar inklusive Deutschland, nicht ausreichend gegen die Klimakrise agiert. Wir haben inzwischen 1 Grad Celsius Erwärmung im Mittel der globalen Temperaturen seit dem Beginn der Temperaturaufzeichnung. 1 Grad hier bei uns in Deutschland, manche sagen 1,3. Aber wenn wir weiter in den Norden schauen, in der Arktis, haben wir jetzt schon 2 Grad Temperaturerhöhung. Und ihr könnt euch vorstellen, was das in einem Gebiet heißt, das normalerweise von Eis bedeckt ist, und dass dort gegenwärtig alle Prognosen der Klimawissenschaftler zum Tempo der Arktisschmelze durchbrochen werden. Dieser Prozess läuft viel, viel schneller, als die Klimawissenschaftler noch vor einigen wenigen Jahren prognostiziert haben. Und das müsste eigentlich einen Ruck durch die Weltgemeinschaft geben. Das müsste einen Ruck durch eine verantwortliche Bundesregierung geben. Das müsste einen Ruck durch die Parteienlandschaft in Deutschland geben. Aber das findet nicht statt. Wir haben den heißesten März gehabt in diesem Jahr seit dem Beginn der Wetteraufzeichnung. Das ist vielleicht erstmal alleine genommen noch nicht das große Problem, aber es kam dann das, was üblicherweise im April kommt, nämlich Frühjahrsfröste. Das wäre an sich genommen auch noch kein Problem, aber die Frühjahrsfröste, die normal sind, trafen auf ausgetriebene Obstbäume, die um diese Jahreszeit nicht normal sind, weil es nicht normal ist, dass es im März Temperaturen gibt, die dazu führen, dass die Obstbäume ihre Blüten raushauen. Und das, mir haben ja immer manche gesagt, ich soll nicht so viel über die Arktis reden. Das ist von Sachsen-Anhalt halt verdammt weit weg irgendwie. Und ich habe das geändert, ich habe geguckt, was gibt es eigentlich inzwischen an Anzeichen für die Klimakrise hier bei uns in Magdeburg, in Dessau, im Jerichower Land, bei Naumburg. Und ich bin mir inzwischen nicht mehr sicher, ob das Spaß machen wird, da genauer hinzugucken, weil die Klimakrise inzwischen in Sachsen-Anhalt angekommen ist, und zwar wesentlich stärker, als wir das bisher als Gesellschaft hier wahrgenommen haben. Diese Blüte und dieser Frost im April, die ich eben erwähnt habe, führen dazu, dass wir Ernteausfälle in der Obsternte um bis zu 80% in einzelnen Regionen haben. Und wir stehen am Beginn einer negativen Entwicklung, wenn ich das sage. Als ich heute Morgen mit dem Zug von Dessau hierher gekommen bin, habe ich, ich weiß nicht, gesehen Hunderte, es werden aber wahrscheinlich Tausende entwurzelte Bäume sein, von einem Unwetter gestern Abend. Wir haben inzwischen Ernteausfälle durch die Starkregenereignisse im Juni für verschiedene Landwirte ebenfalls von 80%. Und ich sage, wir stehen am Anfang einer Entwicklung hier in Sachsen-Anhalt, einem Agrarland, das für die Ernährungssicherung unserer Gesellschaft verdammt wichtig ist und wo wir uns alle, glaube ich, an einigen wenigen Fingern ausrechnen können, was das perspektivisch für Lebensmittelpreise bedeuten kann, wenn wir diese Entwicklung nicht gestoppt bekommen. Und dass wir das schaffen, darauf gibt es, solange die jetzige Regierung fortgeführt wird, keinerlei positive Anzeichen. Der CO2-Ausstoß Deutschlands ist seit 9 Jahren nicht mehr gesunken. Deutschland wird sein Klimaversprechen 2020 nicht erreichen. Es wird es krachend reißen. Und zwar, weil die Regierung Merkel nicht gehandelt hat und ihre Versprechen diesbezüglich nicht gehalten hat.
2016 hat Deutschland 4 Milliarden Tonnen CO2 mehr ausgestoßen als im Vorjahr. Deutschland ist nicht Klimavorreiter. Frau Merkel ist keine Klimakanzlerin, sondern Frau Merkel subventioniert die Klimakatastrophe, indem sie 1,3 Milliarden Euro an Vattenfall, RWE und die MIPRAG gegeben hat, um die sogenannte Kohlereserve zu finanzieren. Das ist eine direkte Subvention der Klimakatastrophe, die dazu führt, dass Deutschland seinen CO2-Ausstoß nicht nur nicht reduziert, sondern sogar erhöht hat. Und wenn ich mir das global angucke, Extremwetterereignisse, wir sind als Gesellschaft noch relativ gut dagegen gewappnet. Ja? Die meisten sind versichert oder für viele springt der Staat mit Soforthilfen ein. Die Landwirte kriegen zumindest einen Teil von Missernten ersetzt durch Versicherungen oder im Extremfall auch durch staatliche Beihilfen. Die abschmelzenden Polkappen und das daraus entstehende Wetter sind nicht mehr versichert. Das heißt, wenn wir diese Ereignisse in immer kürzeren Abständen und immer stärker bekommen, kann keine Versicherung der Welt das tragen, weder hier in Deutschland, in einem hochindustrialisierten Land und schon gar nicht in Entwicklungsländern, in armen Staaten, wo die meisten Menschen überhaupt gar keine Versicherung haben. Das Great Barrier Reef, es ist nicht versichert, aber es ist tot. Es ist durch den sich erhitzenden Ozean tot, es ist abgestorben. Und was das für die Eiweißversorgung von Millionen Menschen auf der Erde für Konsequenzen hat, weil das die Kinderstube für die weltweiten Fischbestände ist, die Korallenriffe unserer Welt, auch das werden wir erst in einigen Jahren merken. Wir haben in Sachsen-Anhalt inzwischen mehr Hitzetage, 16 Hitzetage mehr als noch vor einigen Jahrzehnten. Wir haben durchschnittlich 17 weniger Frosttage. Und um ein Beispiel noch aus Sachsen-Anhalt zu nennen, in Schirke sind die Schneetage, das hast du, Claudia, ja in deinem Bericht bekannt gegeben, in Schirke sind die Schneetage seit 1951 von 120 auf 75 zurückgegangen. Und ob es Sinn macht, unter solchen Bedingungen dort ein alpines Skigebiet errichten zu wollen, ich finde, das ist eine Frage, die wir in den nächsten Wochen in unserem Land noch verstärkt diskutieren müssen. Denn es ist ein Symptom für das, wie CDU, SPD, FDP und auch die Linke mit dem Problem Klimakrise umgehen. Das ist ja kein Zufall, dass ihr in der Landesregierung gerade über das KiföG diskutiert. Das ist unbestritten ein wichtiges Thema. Ich will diese Dinge nicht nebeneinander stellen. Aber dass es in die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes hineingetragen wird, hat natürlich etwas damit zu tun, dass die anderen Parteien nicht über die Klimakrise diskutieren wollen. Die wollen auch nicht über Dieselgate diskutieren. Das heißt, ein komplettes Staatsversagen, ich würde sagen Staatskorruption über den Herrn Dobrindt, der seit Jahren dieses Betrugskartell aus der Automobilindustrie gedeckt hat und sie es ebenfalls unterstützt haben, nur durch die Verquickung von staatlichen Strukturen, von der Bundesregierung und von den Automobilherstellern, konnte das über Jahre funktionieren. Und das ist schlimm für die Luftreinhaltung. Es ist schlimm, weil wir unser Klimaziel dadurch noch stärker verfehlen werden. Aber es ist vor allem schlimm, weil eine der wichtigsten Industrien in unserem Land von dieser Bundesregierung mit gegen die Wand gefahren wird, und zwar mit Karacho und mit Ansage. Wir brauchen die Arbeitsplätze der Automobilindustrie in Deutschland. Und wir brauchen sie auch noch in 10 und in 20 Jahren. Und deshalb hat eine Bundesregierung einer Industrienation die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, dafür zu sorgen, dass Zukunftsentwicklungen dort nicht verschleppt, verschlafen und blockiert werden, sondern dass man als Automobilland vorangeht und die neuen Entwicklungen aufgreift, damit uns diese Märkte nicht verloren gehen. Diese Bundesregierungen aus CDU, SPD und FDP, wir reden ja inzwischen über 12 Jahre Regierung Merkel, hat 70.000 Arbeitsplätze in der erneuerbaren Energiebranche vernichtet, indem sie die Solarindustrie ausgebremst haben,
indem sie jetzt auf die Windenergie einen Deckel drauf getan haben, indem sie die Kohle subventionieren und indem sie die erneuerbaren Energien in eine elende, zerrende Diskussion rein, zu teuer, zu viel Windräder, zu doof irgendwie, statt voranzugehen und zu sagen, jawohl, das ist eine Zukunftsindustrie. Wir sind inzwischen von den USA und von China überholt worden und wir werden von Indien überholt werden beim Ausbau der erneuerbaren Energien und auch dort Arbeitsplätze, die wir hier brauchen, die wir gerade auch in Sachsen-Anhalt brauchen, als Konversionsland aus der Braunkohle heraus, diese Arbeitsplätze und diese Industriewertschöpfung verlieren, wenn diese Bundesregierung so weitermachen kann, wie sie in den letzten 12 Jahren agiert hat. Und das Heftige daran, das sage ich nur noch ergänzend dazu, ist, dass sie sich das dann auch noch mit Hunderttausenden Euro an Parteispenden vergolden lassen, ganz konkret von den Automobilherstellern. Deshalb sage ich, dieses Autokartell muss beendet werden. Wir müssen dort nach vorne schauen. Wir müssen diese Arbeitsplätze für uns sichern. Wir müssen für saubere Luft sorgen und wir müssen endlich anfangen, das Klima zu schützen. Ich denke, das wird für die nächsten Wochen für uns das wichtigste Thema sein, es in diesen Wahlkampf hineinzutragen, weil es keine andere Parteien tun wird. Weil sie diesem Thema ausweichen wollen, weil sie wissen, dass sie in den letzten Jahren beim Klimaschutz versagt haben und die Weichen komplett falsch gestellt haben. Aber im 21. Jahrhundert und in den nächsten Jahrzehnten wird die Frage des Klimaschutzes mit der Frage der globalen Sicherheit so eng verzahnt sein, dass wir die Frage, wie wir mit Herrn Putin umgehen, wie wir mit Herrn Trump umgehen oder mit Herrn Erdogan, nicht mehr trennen können davon, wie globale Probleme und vor allem die Klimakrise behandelt werden. Es geht in diesen Debatten, es geht im Verhältnis USA-Russland um Öl, es geht um Ressourcen und um Rohstoffe und um die Frage, wer womit Geld verdient. Und ich sage, wenn Deutschland in diesem Wettlauf nicht komplett untergehen will, dann dürfen wir nicht so, wie die Bundesregierung, wie Frau Merkel es angekündigt hat, 30 Milliarden Euro in die Aufrüstung stecken. Das ist das, was ihr erklärtes Ziel für die kommende Legislaturperiode ist. Hört sich harmlos an, 2%-Ziel wird das genannt, der NATO. Das heißt, 30 Milliarden zusätzliches Geld in Aufrüstung statt in Entwicklungshilfe, statt in die Bekämpfung von Fluchtursachen, statt in Klimaschutz, in die Bekämpfung von Hungerkrisen, sondern 30 Milliarden zusätzlich für Aufrüstung und Waffenexporte, so viel wie Deutschland noch nie gehabt hat. In Länder wie Saudi-Arabien, nach Katar, das heißt in ein Pulverfass im nordafrikanischen Gürtel und im Nahen Osten, das unsere innere Sicherheit direkt bedroht. Das muss aufhören. Man bekämpft Terrorismus nicht, indem man Panzer exportiert oder Korvetten kauft. Wer mehr Sicherheit auf unserer Erde haben will, der muss investieren in die Bekämpfung von Armut, in die Bekämpfung von Hunger und in die Bekämpfung der Klimakrise. Und wenn ich mir die Diskussion der letzten Wochen anschaue und die Weltgemeinschaft tatsächlich erneut in den Abgrund eines Atomkrieges blicken musste, kein Wort von der Bundeskanzlerin dazu, ich habe nichts gehört, dann ist inzwischen die globale Sicherheitslage an einem wirklichen Wendepunkt angekommen. Die Vereinten Nationen haben in diesem Jahr versucht, das mit einem Atomwaffenbann zu beantworten. Und Deutschland hat sich aus diesem Diskurs verabschiedet. Das werfe ich der Bundesregierung tatsächlich vor, dass sie sich nicht mehr für den Bann aller Atomwaffen, die Ächtung aller Atomwaffen einsetzt und für die Abschaffung aller Atomwaffen in einer Situation, wo das Pulverfass von Leuten wie Trump oder auch von Herrn Erdogan mit dem Streichholz jeden Tag aufs Neue umlaufen wird. Und statt dass wir uns darum kümmern, dass Deutschland atomwaffenfrei wird und die, die hier noch stationiert sind, kein Wort von Frau Merkel zu diesem Thema,
werden diese gerade mit Unterstützung der deutschen Bundesregierung modernisiert. Was natürlich heißt, dass sie noch in Jahrzehnten hier sein werden. Die USA werden hier neu modernisierte Atomwaffen nicht in 3 oder 4 Jahren abziehen. Und das passiert auch gerade mit Unterstützung der deutschen Bundesregierung. Wir haben vor 3 Wochen, glaube ich, ein Stimmungsbild aus der deutschen Bevölkerung bekommen, das da hieß, die meisten Sorgen machen sich die Menschen in unserem Land um die Klimakrise. Und als zweites Thema ist die Angst, die Sorge vor neuen Kriegen genannt worden. Zweites hat mich, glaube ich, nicht so weit überrascht. Das merke ich in meinem Umfeld, in meiner Familie jeden Tag, dass dieses Thema, und das ist schlimm, finde ich, neu auf die Agenda gekommen ist, neu auf die Tagesordnung gekommen ist. Ich dachte, dass es nach dem Ende des Kalten Krieges eigentlich nur noch in eine friedlichere Welt gehen kann, zumindest global gesehen. Bürgerkriege, glaube ich, sind noch viel schwerer zu verhindern. Aber dass wir 25 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs genau an dem gleichen Punkt sind, dass Herrscher von mächtigen Staaten auf dieser Welt mit Atomwaffen spielen, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Deshalb lasst uns in den nächsten Tagen und Wochen deutlich machen, dass es nicht nur um die Themen hier in Sachsen-Anhalt geht, um das wichtige KIföG, um Fragen, wie wir Arbeitsplätze in Sachsen-Anhalt sichern können, wie Industrieentwicklung in Sachsen-Anhalt stattfinden kann, wie wir den Lehrermangel tatsächlich in den Griff bekommen, wie wir zu mehr Polizei in unserem Land kommen, wie wir dafür sorgen können, dass wir qualifizierte Arbeitskräfte in Sachsen-Anhalt behalten, wo wir in immer stärkere Konkurrenz mit anderen Bundesländern kommen. Lasst uns auch über das reden, was die Bundesrepublik, was Europa und was die internationale Staatengemeinschaft in den nächsten Jahren und Jahrzehnten bewegen wird und wo die Weichen für unsere Zukunft gestellt werden. Denn wenn wir die Klimakrise nicht in den Griff bekommen, dann werden wir hier mit so vielen Problemen auch in Sachsen-Anhalt konfrontiert werden, nicht nur mit absaufenden Inselstaaten im Pazifik, wo die Bevölkerung jetzt schon über Umsiedlungen nachdenken muss und Anträge gestellt hat, nach Australien zu übersiedeln, sondern dann werden wir hier auch verdammte Probleme in Sachsen-Anhalt, Magdeburg, Dessau-Halle und in allen anderen Städten und Regionen unseres Landes bekommen. Das sind die wichtigsten Aufgaben. Das ist die Herausforderung, um die es in den nächsten Jahren geht und gehen muss. Und wir dürfen in dem Wahlkampf uns nicht davon ablenken lassen, dass CDU, SPD, FDP und Linke über diese Themen nicht reden wollen, weil sie wissen, dass sie versagt haben und dass sie die Lösungskonzepte nicht anpacken. An diesen Stellen macht Grün den Unterschied und macht nur Grün den Unterschied. Ich denke, das haben wir bewiesen, als wir die Energiewende angefangen haben. Und die Bundesregierung hat es bewiesen, SPD und CDU, indem sie sie abgewürgt haben. Das wäre mit Grün nicht passiert. Wir hätten Zehntausende, Hunderttausend Arbeitsplätze mehr in den erneuerbaren Energien, wenn wir den grünen Weg konsequent fortgesetzt hätten. Die Wissenschaftler und führende Ökonomen haben uns gesagt, dass wir noch 3 bis 5 Jahre Zeit haben, um die Klimakrise beherrschbar zu halten. 3 bis 5 Jahre, das ist ziemlich genau die nächste Legislaturperiode. Wenn dann nicht das Umsteuern weg vom Anstieg oder den hohen CO2-Konzentrationen, die wir gegenwärtig haben, wenn dieses Umsteuern nicht in den nächsten 3 bis 5 Jahren passiert, wird die Klimakrise für die Menschheit nicht mehr beherrschbar sein. Dann werden wir mit Effekten zu tun haben, die unser bisheriges Leben komplett in Frage stellen. Deshalb müssen wir deutlich machen, dass es jetzt darauf ankommt, dass es danach für bestimmte Dinge zu spät sein wird. Und ich glaube, wir müssen auch Mut machen, dass diese Aufgabe bewältigbar ist. Es gibt keine alternativlose Politik. Das ist Humbug. Unmöglich. Unmögliches findet nur in der Vorstellungswelt von Menschen statt. Es ist möglich, die Klimakrise in den Griff zu bekommen, jedenfalls von heute aus gesehen. Applaus
Deshalb sind unsere ganz konkreten Forderungen, und ich bitte euch, die in den nächsten Wochen und Monaten ins Land zu tragen, in euren Familien, mit euren Geschwistern, euren Großeltern, Onkeln, Brüdern, Lebenspartnern, Fitnesspartner im Sportstudio oder im Fußballverein oder im Fahrradclub, wo auch immer, darüber zu reden, dass wir brauchen ein Klimaschutzgesetz, einen geordneten Kohleausstieg, den Deckel runter von den erneuerbaren Energien, einen nationalen CO2-Mindestpreis, emissionsfreie Pkw ab 2030, von mir aus auch schon ab 2028 oder 2032, da lege ich mich nicht fest. Die Abschaffung der unsäglichen Stromsteuer, die SPD und CDU für die kleinen Photovoltaikanlagen eingeführt haben. Und ein Sofortprogramm zur Rettung der Solarwirtschaft. Das sind die Kernforderungen und das zeigt, dass es konkrete Maßnahmen gibt, mit denen wir den CO2-Ausstoß schnell und stark reduzieren können. Und dazu braucht es eine andere Politik auf Bundesebene und dazu braucht es starke Grüne am 24. September im Deutschen Bundestag. Applaus